Hallo Leute, Servus, mein Name ist Jonas. Das ist der erste Part von meinem neuen Format, das ich hier auf YouTube hochziehen werde. Ich bin gerade auf Therapie und möchte darüber einen Vlog machen. Versuche jetzt auch, so gut es geht, vielleicht nicht täglich, aber wöchentlich 2 bis 3 Videos hier hochzuladen. Ihr könnt direkt hier unten abonnieren. Like da lassen und mir auch gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das Format findet. Zu mir, also ich heiße Jonas, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Bad Mergentheim. Das liegt in der Nähe von Würzburg, was in der Nähe von Nürnberg liegt, also im Süden von Deutschland. Wie gesagt, ich bin 31 Jahre alt, meine Suchtmittel sind hauptsächlich THC. Aber ich habe auch schon viele andere Drogen konsumiert, wie zum Beispiel Amphetamin, Kokain, MDMA, Ecstasy habe ich konsumiert, Amphetamin, Kräutermischungen geraucht und so. Ja, das war eine ganz heftige Zeit damals. Grüße gehen raus an meine Kräuterboys. Auf jeden Fall, nee, ich mache auch noch Spaß. Es soll auch irgendwo lustig sein. Die, wo sich angesprochen fühlen, die wissen Bescheid. Auf jeden Fall, meine Stärken sind, also ich kann gut reden, ich kann gut zuhören, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Mit mir kann man sehr viel Spaß haben, ich bin sehr humorvoll. Und meine Schwächen sind, also gerade Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, auf Menschen klarzukommen, wie sie sind, mit manchen Charakterzügen einfach klarzukommen und nicht den Menschen zu verurteilen, nur weil der irgendwas Schlechtes gemacht hat, gleich mit dem Kamm drüber scheren. Entwicklungsbedarf komme ich gleich dazu, da habe ich einen Ordner, mit dem, das wird auch das erste Thema hier von dem Vlog sein, wie ich am besten auf die Ziele hier mal, was ich für Therapieziele habe, was wir da alles bearbeiten können. Ja, Hobbys, also ich bin nebenberuflich als DJ, also war aber auch schon in Clubs aufgelegt. Ich lege Hip-Hop-Musik auf, aber auch Dancehall, Reggaeton, Deutschrap und ja, alles, was halt im Prinzip auch dazugehört. Und mache das Ganze auch schon seit 8 Jahren. Eine andere Nebentätigkeit, ich bin auch auf dem Kryptomarkt ein bisschen unterwegs. Also ich kenne mich da auch so minimal aus. Bin da auch gut investiert, gut aufgestellt. Und ich würde sagen, ich komme gleich jetzt mal hier zu dem Ordner. Lese euch da mal ein paar Sachen vor. Und dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr auch schon eigene Erfahrungen gemacht. Und ja, es würde mich einfach freuen, wenn ihr da ein bisschen eure eigenen Erfahrungen schreibt, so, oder Sachen, wie ihr hört, wie ich zum Beispiel besser damit umgehen kann. Es würde uns alle vielleicht ein bisschen ein Stück weit weiterbringen im Leben. Also wichtig ist für mich hier Punkt Nummer 1, Gesundheit verbessern, Ausdauer steigern. Das heißt Zahnsanierung, da bin ich auch schon fortgeschritten, weil ja, als Drogensüchtiger hat man meistens Probleme mit den Zähnen und ich gehe auch nicht so gern zum Zahnarzt. Aber darüber kümmere ich mich auch hinweg schon, wo ich seitdem ich hier bin. Weniger rauchen, halbieren, das klappt noch nicht so gut. Und regelmäßig Sport machen, da bin ich schon seit 3 Monaten dabei. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin schon seit 2 Monaten hier. Und wie gesagt, ich versuche jetzt auch öfters mal hier ein Video hochzuladen. Gerade auch, um mich selbst zu reflektieren, um mir die Scheiße irgendwann mal später anzuschauen und vielleicht auch den einen oder anderen Lacher über sich selber zu ernten. Das wird mir ganz gut reinlaufen. Dann ist Punkt Nummer 2, Gefühle wahrnehmen und angemessen äußern können, Aggression unter Kontrolle bekommen. Unterpunkte sind, dazu gehören Strategien im Umgang mit Depressionen entwickeln, aber auch Impulse besser steuern können, lernen, ruhiger und gelassener zu werden. Also gerade in Notsituationen bin ich meistens überfordert, das schweift dann um in aggressives Verhalten oder auch depressives Verhalten.
Dafür habe ich mir aber schon ein paar gute Skills hier angeeignet, wie zum Beispiel Atemübungen, wenn mich etwas jetzt ärgert oder ich in so eine Situation komme, wo mich jemand in Anführungsstrichen abfangen will, dann habe ich eine Atemübung, der ich danach gehe, also tief einatmen, diesen Stress wegatmen. Dann im Umgang mit Depressionen ist es zum Beispiel so, dass ich gerne Sport mache, um mich aus der Depression rauszuholen, beziehungsweise erst gar nicht in die Depression reinzukommen. Aber da meine depressive Krankheit chronisch ist, also die wird nicht mehr weggehen, ist es für mich wichtig, da auch vorbeugend auch Sport zu machen und da dran zu bleiben und sich nicht selber aufzugeben. Hat auch viel so mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Ja, dann Punkt Nummer 3, clean bleiben, Rückfallschutz mir erarbeiten. Da bin ich auch noch dabei. Also das heißt, mal wie ich einen Rückfall vermeide, was Punkte sind, wo ich rückfällig werden könnte. Dann ist Punkt Nummer 4, Umgang mit anderen Menschen verbessern. Meine Kommunikationsmuster verbessern, keine Szenesprache, also wie zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt zum Beispiel, ich ziehe mir einen Film rein, so anstatt ich sage, ich ziehe mir einen Film rein, sage ich, ich schaue mir einen Film an. So, das ist halt Szenesprache. Lob annehmen können, weil ich mir da auch ein bisschen schwer tue und trotzdem, wenn man mich respektlos behandelt, möchte ich trotzdem den Gegenüber noch mit Respekt behandeln. Das heißt für mich also den respektvollen Umgang mit Mitmenschen einfach bewahren, um mich nicht auf das Niveau von anderen geben zu lassen. Dann Punkt Nummer 5, Kontakt zu meinem Sohn aufbauen, mich in meiner Vaterrolle sicherer fühlen, weil es für mich auch ein schwieriges war, weil meine Eltern sich schon früh nach meiner Geburt getrennt haben, bin ich quasi, also ich kenne meinen Vater und ich habe auch viel Zeit mit meinem Vater verbracht und mein Vater ist auch eine wichtige Person in meinem Leben. Aber da sind halt auch viele Sachen so vorgefallen, in denen ich vielleicht in dem einen oder anderen Video nochmal expliziter darauf eingehe, ich dann quasi nicht so wirklich erlebt habe. Zwar habe ich so einen Hauch habe ich da mitbekommen. Aber ich habe nie wirklich eine Vaterfigur so in meinem Leben gehabt. Deshalb fällt es mir selber auch schwer, selber für meinen Sohn ein richtiger Vater zu sein. Was heißt auch dann, den regelmäßigen Umgang mit meinem Sohn zu bekommen, weil da auch ein paar Dinge mit der Lisa vorgefallen sind und mit dem Luca und Lisa, so heißt die Frau von mir und der Sohn heißt Luca, wo hier auch ein Gespräch mit der Lisa stattfinden wird, hoffentlich bald. Dann hier habe ich hier noch ein Angehörigengespräch mit meiner Mutter, weil da auch das Verhältnis ziemlich zerrupft ist. Ich hoffe, es findet statt. Ich hoffe, meine Mutter erklärt sich dazu bereit. Dann werde ich hier auch natürlich auch am Elterntraining teilnehmen, um gerade auch die Rolle als Vater bzw. auch als Elternteil, also was es heißt, wirklich ein Elternteil zu sein. Dann Punkt Nummer 6 ist meine berufliche Neuorientierung, Umschulung zu einem IT-Fachmann über einen Bildungsgutschein vom Jobcenter geplant. Da möchte ich mich beruflich einfach neu orientieren, weil ich habe zuletzt im Lager gearbeitet. Ich habe da zwar eine Ausbildung, zwar nicht abgeschlossen, aber ich habe schon mein Leben lang immer als Staplerfahrer gearbeitet. Das möchte ich einfach nicht mehr machen, weil im Lager wird meistens Schicht gearbeitet und es ist halt für mich als Rückfallschutz oder und auch als Depressiver mit depressiven Erkrankungen ist es halt einfach nicht so gut, wenn man Schicht arbeitet und da mir Computerarbeit sehr liegt und ich gerne am Computer arbeite, schon immer mein Leben lang und ich auch ziemlich fit bin, was Computer betrifft, möchte ich da einfach das wahrnehmen vom Jobcenter, diesen Bildungsgutschein bekommen und dann ein Jahr auf Schule gehen. Oder beziehungsweise Schule machen ein Jahr und dann als IT-Informatiker oder Systemadministrator, was es mir halt so bietet, teilnehmen. So viel zu meinen Zielen. Wenn ihr dazu Infos habt oder irgendwie mir was zukommen lassen könnt oder vielleicht auch schon eigene Erfahrungen oder irgendwas gemacht habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dafür bedanke ich mich euch fürs Zuschauen.
Würde mich über Abos freuen, würde mich über Likes freuen, über Kommentare würde ich mich am meisten freuen, weil so wächst dann die Community mit dem Algorithmus. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal, wir sehen uns vielleicht morgen schon wieder, aber wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall noch ein oder zweimal. Das garantiere ich euch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Peace, haut rein.